Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonda, der Cloudcatcher Chronicles. So lala. Wir haben hier einen Bauernhof. Ich muss auch gleich dorthin, weil ich glaube, dass ich hier diese Regenbekleidung habe. Welche die Dame da gern hätte, jetzt finde ich wahrscheinlich meinen Bauernhof nicht an. Dann bohrte ich mich halt hin. Fleckenbaumhof. Kavusch. Tada, da sind wir auch schon. Da ist die Truhe. Ist das jetzt meine Truhe, wo ich mein Klumpert? Nein, das ist die Inventartruhe. Also, die muss es dann sein. Ja. Ich brauche einmal den gelben Farbstoff, wenn ich habe. Dann brauche ich mal den Regenmantel. Einmal. Wenn es gibt, Gummistiefel. Gelbes Shampoo ist das. Nein, gelber Farbstoff hätte ich gebraucht. Den habe ich aber nicht. Wegen, ihr wisst schon, hier, ne? Die Sonnenbrille. Da kann ich mir die dritte basteln. Großes Tiergehege. Ich nehme mir das jetzt mal, weil ich glaube, in diesem Gebiet hier passt Holz besser. Regenmantel. Was könnte man da noch brauchen? Ein Regenschirm, wenn es sowas gibt, ne? Haben wir eh schon mal besprochen. Was habe ich aber nicht. Da müsste es aber auch noch irgendwie eine Hose dazu geben, ne? Ich glaube, ich muss beim tapferen Schneiderlein vorbeischauen. Muss ich sowieso, glaube ich, wegen Farbstoff und so. Aber zuerst baue ich hier jetzt mal kurz was. Warte. Wo war denn das? Da drüben. Da ist das Büchelein. Hier ist viel Platz, muss man sagen, ne? Ich möchte gerne was erbauen. Und zwar das da. Boah, das ist echt groß. Ich würde sagen, das passt hier genau hin. Bam. So. Ich habe keine Ahnung, was wir hier noch reintun werden. Aber fürs Erste, glaube ich, ist schon gut. Kann ich mir was... Achso, das muss ich zuerst herstellen, ne? Berufe. So. Schreinermeister. Ich möchte gern bauen. Dinge. Holzzaun wäre auch schön. Wassertrog. Da braucht man Wasser. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Wasser brauchen wir hier. Halt, das wollte ich machen. Einmal, zweimal Wasser brauchen wir noch. Ich verdrücke mich immer. Dann, weil ich will den Wassertrog hier bauen, ne? Wobei, die hier ist auch schön. Diese Holzpflanzkiste werden wir auch bauen. Ich habe da schon eine Idee. Also, den Wassertrog. Da brauchen wir jetzt noch Holzplatten und Schreinerset. Schreinerset und... Waren es jetzt die Platten? Oder Platten tatsächlich? So. Jetzt nochmal ein Schreinerset, was ich nicht machen kann, weil mir fehlt ein Stock tatsächlich. Also Sachen gibt's. Mir fehlt ein Stock. Das ist halt so. Da fehlt mir ein Schneidern. Schneiderei. Hier. Regenmantel, ne? Kann ich hier jetzt noch irgendwas machen? Kopftuch. Winterrock. Reiserock. Gebundenes Dings da. Lederwams, Strickjacken. Ob für den Regenmantel? Die lange Hose auch klappt? Dass dann irgendwie zusammengehören kann? Spielzeugkatze, ja. Das war auch eine Quest, glaube ich.
Dass die sich halt mit dem Regenmantel nicht zufrieden gibt, ist ja schon fast traurig. Stock brauchen wir. Einen Stock. Jetzt ist die Frage, ob es nicht geschickter ist, gleich ein Bäumchen zu fällen. Ob ich dann eher Stöckchen kriege oder ob das reicht, wenn hier eins herumliegt. Es ist schon wieder finster, ne? Zeit zum Tippfischangeln eigentlich. Ne? Da drüben ist der Fluss. Okay. Zwar jetzt nicht der Fluss, wo wir immer waren, aber ein Fluss. So. Dann fischen wir mal, ne? Alter Schwede. Blatsch. Tippfisch. Wo ist ein Tippfisch? Da ist er. Komm zu Mama. Drei brauchen wir noch. Komm. Komm. Jawohl. Da. Und noch zwei. Fischi. Wo ist das Fischi? Nein, du bist mir zu groß. Ein kleiner Fisch wäre mir schon lieb. Da ist er. Boah. Da, komm her, Tippfisch. Jawohl. Glück gehabt. Komm zu Mama. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir noch einen, glaube ich. Einen oder zwei. Ich glaube, ein. Kleines Fischi, bitte. Da ist er. Komm zu Mama. Komm. Mach Schnapp. Kleines Fischi. Braves Fischi. Komm. Jawohl. Sehr gut. Jetzt müssten wir genug haben zum Kochen. Für Öl. Einmal. Zweimal. Dann müsste das Gewürz passen. So. Jetzt fehlt noch das Kochset. Und es müsste dieses Gericht sein, glaube ich, ne? Bratensoße, lecker. Ich glaube, das war schon das. So. Gut, jetzt hätten wir das Ding zusammen. Was wir für das Tierchen brauchen. Das heißt, eines können wir schon mal adoptieren, ne? Vielleicht passt es ja irgendwann mal, dass wir auch ein zweites kriegen. Puh. Ja, ne? Okay. Gut. Das zudem. Jetzt ist noch finster, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Gut. Das heißt, wir können derweil eigentlich bauen, ne? Dann wird sie hell, glaube ich. Das heißt, wir könnten wieder hier die Steinbögen und so weiter basteln. Was brauchen wir jetzt für die Quest noch alles? Und zwar hier, für die Zitterebene zum Beispiel, da brauchen wir Steinbögen und Steinsäulen. Steinbögen, Steinsäulen, wie viel? 3 Bögen, 5 Säulen. Ach du Heilige. Na gut, halt. So. 3 Bögen, 5 Säulen. Da brauchen wir jetzt da. Zweimal Kopfstein. Scheitelstein. Kopfstein war der hier. Einmal. Ah ja, da können wir gleich Konstrukteurset bauen. Wo ist es denn? Da. Was brauchen wir hier für Stöcke? Ach, gut, für den Gatsch. Okay. Wir können nichts bauen, weil wir nichts haben. So. Das heißt, ich fäll jetzt mal hier ein Bäumchen. Wow. Wir haben eh genügend Sämlinge. Wow. Da müssten jetzt mal genügend Stöcke sein, oder? Maiblattsam. Okay. Dann würde ich sagen. Zack. Bauen wir wieder, ne? Also pflanzen wir es an, das wollte ich sagen. Hier haben wir Holz. Aha, ja, okay, das mit Stock. So in der Form hilft mir nichts, ne? Da muss ich zum Sägewerk, glaube ich, ne? Da kann ich Holz zu Bretter machen, so war das, ne? Ach, das hilft mir auch nichts. 4 Stöcke haben wir. Wuhu!
Wuhu, echt nice. Super. Ja, das hilft mir gerade nicht viel. Na gut, Zocki planlos, wie immer. Was machen wir? Was stellen wir an? Ich bin gerade überfordert. Man merkt es, glaube ich. Es ist schon wieder finster, klarerweise, ne? Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen Stein klopfen, wenn wir es auf dem Weg finden, ne? Bau. Und dann, nach Möglichkeit, vielleicht auch schon unser Tierchen. Ich werde es mal versuchen, stimmt. Ich werde es jetzt einfach mal probieren, ob dieser Hirsch, Steinbock, ähnliches Viechlein, ob das mit dem großen Stall zufrieden ist oder nicht. Und dann muss ich noch jemanden einstellen. Hallo. Na? Bitteschön. Kommst du mit mir mit? Und dann müssen wir noch jemanden einstellen hier. Das heißt, ich muss ins Dorf marschieren und jemanden finden, der das macht. Komm nur mit, Schatzi. Ja, komm nur mit. Ja, komm, komm. Ich hoffe, das gefällt ihm. Weil ich befürchte, ich habe zu wenig Materialien, um ihm einen kleineren Stall zu basteln. Ja, Schatzi, komm her. Da lang. Ja, komm. Ja, fein. Ja, komm. Was meinst du? Gefällt dir das? Ich glaube, das ist zu groß für ihn, ne? Was meinst du? Wäre das hier was für dich? Ich glaube, das ist tatsächlich zu groß für ihn. Ich glaube, das ist zu groß. Alles entfernen. Tiergehege groß. Ja, ich glaube... Na, ich will niemanden entfernen. Ich befürchte, das ist echt zu groß für den Kleinen. Ich hätte ihn jetzt aber schon gern... Jetzt habe ich ihn gezähmt. Jetzt hätte ich das schon gern... Wo ist denn das? Tiergehege klein. Holzbalken und Schreinerset. Das kriegen wir vielleicht hin. Schreinerset zweimal. Und Balken. Klein. Passt. Dann können wir das. Warte kurz, mein Schatz. Ich muss nur kurz was aufstellen. Weil dann bauen wir das schnell. So. Würde ich sagen, gleich hier hin. Ja, so. Passt. Schau mal, möchtest du hier wohnen? Was meinst du? Was meinst du? Wärst du hier glücklich? Habe ich was verkehrt gemacht? Normal, das sollte schon funktionieren, oder? Vielleicht muss ich nochmal raus und nochmal rein. Das könnte sein. Na, Schatzi? Aber ich glaube, der bleibt schon drinnen, ne? Ja, der bleibt schon drin. Ja, möchte ich gern. Hat's hingehauen? Ja, es hat hingehauen. Hurra! Supi. Na, Schatzi, wie geht's dir? Alles fein? Jo, du bist niedlich. Habe ich gleich gewusst, du bist niedlich. So, jetzt brauche ich nur noch jemanden, der hier arbeiten möchte. Das heißt... und ich brauche noch ein Tier. Da habe ich nochmal so ein kleines Schweinchen, will ich auch haben, stimmt. Warte mal, warte, langsam. Ich brauche da drüben, da ist ein Häusle. Mal schauen, ob ich jemanden überreden kann, weil wir haben ja genügend Bären mit, ne? Hier auf dem Hof zu arbeiten. Dann haben wir eine Sorge weniger und dann kann ich gleich da unten so ein Schweinchen noch mitnehmen. Hallo, wer ist denn da? Halli, Hallöchen. Wer bist denn du? Hallo?
Was machst du da? Ah, der macht Mehl. Das brauche ich momentan nicht. Was hast du? Willkommen in der Flussmühle. Aus 5 Blumen können wir dir einmal Mehl machen. Hättest du Bock? Ich hätte schon recht viele Blumen. Aber Mehl brauche ich momentan nicht, danke. Ich hätte nur gehofft gehabt, dass du einen Ich hätte nur gehofft, dass du einen Mitarbeiter hast, den ich hier einteilen kann, aber das ist scheinbar nichts so. Dann schauen wir mal da unten nach, ne? Ich grüße Sie. Gibt es hier einen Freiwilligen, der gerne auf meinem Hof arbeiten möchte? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, einen Koch einzustellen. Weil, nicht, dass der noch unsere Tiere da verkocht. Wisst ihr, wie ich meine? Du schaust aber recht nett aus. Oh. Hast du gehört? Die Töpferei Frostfeuer sind sie sehr interessiert an Flüssigkeitenwaren. Heure Landarbeit an. Sie schaut nett aus, oder? Sie schaut doch aus wie eine kleine Bäuerin, würde ich sagen. Ja. Dann kriegst du mal hier, ne? Schopper. Toll, ich liebe Rotbeere. Ah. Magst du auch Kartoffeln? Hast du gehört, in Gotze sind sie sehr interessiert an Nahrungswaren. Ah. Na, warte, ich will dich da bestechen. Und zwar, ich hab da einen Haufen Kartoffeln. Ich glaube, den magst du auch, oder? Dankeschön, das gefällt mir voll gut, ey. Ja, dann kriegst du gern noch einen. Boah, nichts geht über Kartoffeln. Ich liebe die, ganz ehrlich. Was haben wir da? Gekochtes Fleisch. Bringt das auch was? Gekochtes Fleisch für mich? Boah, danke. Jo, okay. Aber wir werden gleich bei... Aha, Pilze würden auch. Aber ich glaube, wir bleiben bei den Erdäpfel. Ha? So. Oh, Kartoffeln, dankeschön. Boah, nichts geht über Kartoffeln. Ich mag die echt gern. Jo, hast du noch mehr davon? Ja, bitte, bald ist mir Vorratskammer voll davon. Jawohl. Ein bisschen geht schon noch. Gib her, was du hast. Jo, nochmal, ha? Bitte. Das war ganz lieb von dir. Jo, einmal geht schon noch, weil Erdäpfel hast du eh so viel. Ich sehe es genau in deinem Rucksackl. Jo. Ja, dankeschön. Perfekt, Fleckenbaumhof bitte. Ich liebe die süßen Tiere. Bäuerin ist mein Traumberuf. Ich sorge für glückliche Viecherleins auf deinem sauberen Hof. Jawohl, den ich sauber halten werde. Super. Es ist schon wieder finster. Wer hätte das gedacht? Jo, das würde mir jetzt die Gelegenheit bieten, dass er mal dunnert und krocht. Auf alle Fälle. Na, ich möchte gern zum Glanzhof tatsächlich und möchte mir jetzt eines von diesen süßen Viechleins holen. Mini ist hier Bäuerin, Bäuerin. Wir haben hier schon ganz viele Sachen aufgestellt, einmal aus Stein und einmal aus, doch Stein, zweimal Stein, ne? Weil ich bin ja der Meinung, Stein kühlt ein bisschen und hier ist eh so warm und ist vielleicht angenehmer. So. Boah, ich habe echt schon viel ausgegeben an Stein. Oh. Okay. So. Dann adoptieren wir mal so ein kleines süßes Viechlein, ne? Hallo. Ei, ei, wo sind Sie denn? Die kleinen Rackerleins. Oh, da haben wir auch nochmal eine Falle. Servus, wo sind Sie denn? Aha. Sandpfötchen sind die ganze Zeit unterwegs. Sie lieben Hitze und Sand. Ach, sie lieben Hitze. Dann ist es eigentlich mit Stein nicht so gut gelöst, ne? Aber ist ja wurscht. Vielleicht, wenn sie mal etwas kühler haben wollen, passt es vielleicht auch. Die Sternbilder können wir uns auch mal anschauen, ne? Da haben wir jetzt ja ein paar schon gefunden. 2 nur? Müssten schon 3 sein, oder? Und der schöne Mond. Nice. So, wo sind's denn? Viechleins. Huhu. Ei, wo sind sie denn?
Hallo. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind einfach ausgestorben. Wer möchte gern auf meinen Hof? Niemand. Danke, sehr nett. Die sind nicht da. Das ist nicht schön. Verbuddeln die sich im Sand, wenn sie schlafen? Ich habe keine Ahnung. Hallo, Hallöchen. Vielleicht werden sie in der Nacht zu diesen Viechern hier. Das ist ein Blödsinn. Hallo? Ei, wo sind sie denn? Futsch! Die sind alle futsch. Nicht gut. Jetzt habe ich... Wie lange haben wir noch bis Tag? Ein paar Stunden sind schon noch. Mäh. Mäh, sag ich da nur. Ich hatte gehofft, dass sie irgendwo hier pennen, ne? Und dass ich sie dann mitnehmen kann. Schaut nicht so aus. Schaut überhaupt nicht so aus. Na jo. Und wie das mit dem Bestellen funktioniert, habe ich auch noch keine Ahnung. Ah. Warte einen Moment. Nein, ich habe nichts für dich zu... ich scheine nichts für dich zu haben. Hast du in letzter Zeit etwas bestellt? Nein, ich würde gern wissen, wie das geht mit dem Bestellen, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das online irgendwas. Das könnte ich mir vorstellen. Hallo. Der verkauft alte Münzen? Echt? Das muss ich mir merken. Weil wir haben so viel Graffel eigentlich, ne? Da können wir problemlos mal unser Zeug loswerden und hier alte Münzen kaufen. Weil die können wir ja für Accessoires, also für Kleidung, Frisuren und so tauschen, ne? Das ist gut zu wissen. Dann bringen wir mal unser Klumpert hier an. Vor allem hier zum Beispiel warme Milch und so, ne? Oder hier einen Bärenkuchen, den hauen wir gleich mal weg. Nice. Das ist gut zu wissen. Muss ich mir merken. Ich liebe die Ortschaft hier schon. So, dann würde ich sagen 22 Butter. Mahlzeit. Schön. Ich schaue mir gerade nach. Das will ich nicht verkaufen. Das brauchen wir gleich. Ich möchte nämlich bewusst schauen, Dinge, die ich mal hergestellt habe und nicht mehr brauche, dass ich die hier loswerden kann, ne? Weil die verbrauchen oft so einen Platz für einen Hugo, ne? Da könnte ich mal so ein Brot. Weil vieles habe ich einfach nur gekauft, weil ich, ja, entweder Platz brauchte oder so ein Schmarrn, ne? Eigentlich. Aber warum nicht die Butter verkaufen? Ich schaue jetzt noch kurz. Warme Milch. Farbstoff weiß. Okay. Kleber. Gekochtes Fleisch ist so ein Ding, das ich gerne hergeben möchte. Mehl wäre eigentlich auch so ein schiercher Platzhalter irgendwie. Lamington. Das ist was Seltenes, das sollte ich aufbewahren. Obwohl es wahnsinnig viel wert ist. Gerade deshalb weiß, ne, selten und so. So. Leder. Nein, möchte ich auch noch behalten. Ich würde sagen, die warme Milch, weil Grufel haben wir eh, der produziert eben Milch, meine ich jetzt. Glaube ich. Auf jeden Fall haben wir einen Milchlieferanten, das schon. Dasselbe gut für den Kas. Da haben wir auch was. Mehl hätten wir die eine Mühle. Festivalsaft, das nehmen wir, würde ich vielleicht noch behalten. Die Kurzwaren muss ich behalten, da gibt es eine Quest dafür. Gekochter Fisch. Den können wir auch hergeben eigentlich. Die Erdopferler. Boah, die wären was wert. Aha. Eier sind sogar auch was wert. Ah, da muss ich jetzt schon aufpassen. Wir hätten bald das Limit.
Warte, wo sind die Eier? Fleisch ist nicht so viel wert. Hier. Eier, sage ich, die Kartoffeln. So, so ich brauche jetzt sicher mal 6 Stück, 7 Stück, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Passt. Und jetzt brauchen wir noch was mit 25. Ist irgendwas mit 25? Wer bietet weniger? Nee, nee. 20 ist immer dabei. Sonst nehmen wir halt was mit 20 und mit 50. Brauche ich jetzt die Nieten noch? Ja, brauche ich. Ich brauche nur einen gelben Farbstoff, stimmt. Passt, na, das brauche ich noch. Das brauche ich noch. Ja, ja. Gut. Ich könnte aber auch so einen Graffel verkaufen. Ne? Da hätte ich 26 Futter. Passt genau. 25. Passt. So, Handel abschließen. Ja. Passt. Das muss ich mir echt merken. So wird man das Geld endlich mal, also die Sachen, die man herstellt, los. Nice, nice. Gut. Dann schauen wir mal. Mittlerweile ist es Tag geworden. Ich hoffe, dass die Viechleins hier sind. Vielleicht kommen sie auch nur im Sommer, weil jetzt haben wir Winter, ne? Es wäre dann vielleicht zu kalt hier. Kann ich mir gut vorstellen. Dass man sie nur im Sommer antrifft, das wäre nämlich nochmal so schwierig, weil sie eben extrem süß sind. Die Tierchen, weil es ist keiner hier, ne? Weil hier waren sie, ich weiß es ja, hier waren ein paar. Aber es, wie gesagt, da es jetzt Winter ist, könnte es sein, dass sie Wandertiere sind. Und dass die wirklich nur dann kommen. Wenn Sommer ist. Das könnte ich mir jetzt echt lebhaft vorstellen, weil sie sind nicht da. Dann werden wir hier nochmal, wenn Sommer ist, zurückkehren. Weil es ist eh gleich Frühling. Und werde jetzt, warte. Ein paar Reiseknoten noch ganz fix herstellen. Dachte ich mir. Wenn es geht. Ich brauche Lianen. Was habe ich nicht mehr? Lianen. Okay, dann muss ich in ein Gebiet gehen, wo Liane wachsen tut. Verstehst? Ja. Gut. Es könnte sein, dass meine Fallen alle umgebracht haben. Das will ich nicht hoffen. Wohin? Ich würde sagen, nochmal Südfeldhof und dort nochmal die Felsen abklappern. Weil ich brauche hier noch ganz viel, weil wir müssen noch 2 Brücken bauen. Also mindestens 2. Und dann können wir auch gleich unsere Tiere lieb haben. Nein, das wollte ich nicht. So. Hallo! Ja, hallo, Schnucki. Und da haben wir noch einen Schnucki. Hallo, Schnucki. Ja, ja, niedlich, niedlich, ich weiß. Hallo! Ja, brav. So. Ja. Wenn man Tiere hat, muss man sie auch lieb haben. So. Steinchen. Die sind wieder gerespawnt. Yo. Das heißt, wir können fest draufkloppen, bis einmal Sommer ist. Ah, 6 Monate. Also jetzt im Real Life, ne, wären es 6 Monate, wo man nur Steine klopfen. Okay, fast. Da es jetzt schon Ende Winter ist, könnte man sagen, es sind nur 3 Monate und eine Woche oder so, keine Ahnung. Aber ist schon, ja. Ja, und Lianen müssen wir sammeln. So. Für Reiseknoten, die brauche ich unbedingt. Zack. So. Da hinten ist ein Babygrufel. So niedlich. Ja. Mö, wie er sagt. Mö. Perfekt. So, der Part hier wäre jetzt auch gleich hier zu Ende. Yo. Ah, da fällt mir gerade ein, ich brauche Holz. Meine Güte. Ich brauche alles, alles. Von allem alles brauche ich. Ich habe ja vergessen, bei dem einen Bauernhof einen Wassertrog und einen Futtertrog hinzustellen. Ich bin so schlau, es ist unfassbar. Also jetzt ganz fix, ganz, ganz fix Stöcke sammeln. Servus. Das sind, boah, das sind eh so Brücken bar.
Du brauchst dich nicht zu fürchten, ich will nur Stöcke haben. So, ganz schnell Stöcke sammeln, Gott sei Dank gibt's hier ein paar Bäumchen. Boah, ey. Voll der Stress jetzt, ne? So. Schön sammeln. Nebenbei können wir ja auch Steinchen klopfen. Wow. Sehr fesch. Jo. Und wow. Und dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Ich sammle hier noch ganz fix ein paar Stöckchen. Und dann werden wir im nächsten Part schon versuchen, hier einen Futtertrog und einen Wassertrog zu bauen. Ich werde mich aber für die Holzvariante entscheiden, weil ich finde, für den Fleckenbaumhof passt das besser als Stein. Weil alles so naturbelassen ist, finde ich, schaut Holz besser aus. Okay? Ja, der Gruffel sagt auch, passt. Okay, mit diesen Worten bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!